Hallo und willkommen zurück zu The Long Dark. So, ein neuer Tag ist angebrochen. Die Eichen habe ich mir schon geholt. Und ich habe geforscht. Und zwar, hier ist das Eichelpulver. Das wir nicht machen können. Denn dafür brauchen wir einen schweren Hammer und den habe ich nicht. Den müssen wir suchen. Also, den findet man leider nicht unbedingt in jeder Ecke. Das könnte ein bisschen dauern, muss es aber nicht. Ich muss mal schauen. Heißt also, das können wir erstmal nicht herstellen. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade abgelenkt. Ich habe ein Schneehuhn gefunden. Tja. es wurde vom Wolf gerissen und der ist dann abgehauen, als er mich gesehen hat. Das zerlegen wir mal. So. Die Federn konnten wir ja für den Schlafsack nutzen. Jetzt weiß ich nicht, wie viele wir brauchen. Mal gucken. Oh, da ist das Schneehuhn. Wo hatte ich das denn noch gesehen? Zehn Stück. Na gut, ich behalte die erstmal. Genau, das war das. Ich bin schon wieder völlig überladen. Ich bin gerade überlegen, was wir machen. Ich würde sagen, genau, Angelzeug wollte ich herstellen, ne? So war das. Deswegen ja das ganze Theater. Und schauen wir den her. Den können wir auch herstellen. Ein solider, verlockender Köder verbessert die Chancen beim Angeln. Ja, wir brauchen ja sowieso noch Angelzeug, ne? Ich glaube, das nützt mir trotzdem alles nichts. Ah, okay, hier brauche ich Revolverhülsen. Die habe ich jetzt nicht. Mach ich noch einen? Dann ist es weg. Wenn ich noch einen mache. Ich mache noch einen davon. Okay. So. Ja, der ist leider noch nicht so weit. Ich würde mich ganz gerne... Ich muss mal was trinken. Und sie ist auch schon wieder voll müde. Warum auch immer. Ich würde mich ganz gerne nochmal da hinten bei den Häusern umsehen. Ja, ja. Notfalls kann ich da ja schlafen. Ja, dann werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal nach einem Hammer umschauen müssen. Wie gesagt, den findet man nicht zwangsläufig überall. Es kann gut sein, dass ich danach suchen muss. Es kann auch etwas länger dauern, es kann schnell gehen, ich weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das dann mit den Aufnahmen mache. Ob ich alleine wandere und dann, wenn ich ihn hab, dann schreie ich Juhu und mache die nächste Aufnahme. Oder ob ich die ganze Strecke auch mit aufnehme. Das ist, ja, ist immer so eine Sache. Weil einerseits mache ich es nicht. Kann natürlich etwas passieren, ne, was man nicht vorhersieht. Oh, andererseits kann es natürlich auch langweilig sein. Ich weiß es nicht. Also zum Zuschauen meine ich. Ich selber muss den Weg sowieso laufen. Schnellreise gibt es bei The Long Dark nicht.
Ja, naja, mal schauen. Irgendwie wird das schon klappen. Aber das sind schon immer ganz schöne Strecken, die man hier bei The Long Dark zurücklegt. Naja, darum geht es ja eigentlich. Also nein, darum geht es jetzt nicht. Es geht nicht ums Wandern, sondern generell ums Überleben. Aber das gehört ja einfach mit dazu. Auch das Wandern. Tja, ist noch ein kleines Stückchen. Welche Hütten hatten wir uns angeguckt? Die da hinten, ne? Oder? Ich guck gleich mal. Eisfischerhütten, ja. Tomatensuppe. Ist das nicht toll? Ja, trinken ist tatsächlich toll. Weil mir geht das Wasser aus. Und ich habe nicht gekocht. Ich war zu faul. Brauchen wir nicht. Bist du gut? Oh, warte. Ich nehme dich mit. Ja, aber die ist gut, Mann. Die müssen wir mitnehmen. So. Genau, hier waren wir. Ich will hier rein. Einfach nur mal schauen. Hier ist auch noch eine Hütte und dann haben wir ja noch die Fischerhütten hier, ne? Könnten wir uns auch noch mal angucken. Vielleicht finden wir da ja auch noch was Interessantes. Hier gibt es wohl nicht so viel zu finden. Eine Notiz. Oh, wir haben auch noch eine Notiz vergessen, fällt mir gerade ein. Ich habe eine gesehen. Egal, machen wir später. Ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder. Ja. Ah, okay, das ist eine von den älteren. Nehmen wir mit. Ist die andere wahrscheinlich auch. Die sind ja alle nicht übersetzt. Ich weiß gar nicht, nee. Ach, verdammt. Ich muss auch noch mal in die anderen Hütten. Da war Angelzeug, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Warte mal, wir gehen erstmal hier lang.
Bist du jetzt schon wieder überladen, Mensch Mädchen? Hol dir einen größeren Rucksack. Und ich habe schon den großen. Also bin ich zumindest der Meinung. Oh Gott, das bringt ja alles gar nichts. Naja, so werde ich wenigstens was los. Ist in Ordnung. Das Hundefutter, das hat's gebracht. Suppiduppi. Ich glaube, ich hau mich gleich auch mal hin. Dass sie gerade nicht so viel tragen kann, liegt bestimmt auch mit daran. Na du. So, und hier haben wir noch eine Hütte. Wie gesagt, ich muss gleich nochmal zu den anderen. Ich bin der Meinung, ich habe da irgendwo Angelzeug gesehen, gehabt. Ich dachte ja, ich brauche es nicht. Tja, das war ein Irrglaube. Ich kriege die Dinger nicht runter, aber es gibt jede Menge Einmannpackungen da unten im Damm. Oh, okay, im Raum mit dem kaputten Fenster. Ah. Ah. Okay, alles klar. Ja, schauen wir mal. Cool. Da gehen wir wahrscheinlich sowieso hin. Nobody needs this anymore. Ja. Oh, das, nehme ich jetzt mal mit. Weil das sind Patrone, keine Hülse, ne? Kann ich die auseinandernehmen? Weiß ich gar nicht. Uninteressant. Ja. Lassen wir hier. Da ist eh nicht mehr viel dran. Entschuldigung, mein Ohr hat gejuckt. Okay. Dann gehen wir gleich nochmal zu den anderen Hütten. Ich gucke aber auch nochmal eben hier bei den Anglerhütten rein. Bei der war ich, glaube ich, auch noch nicht. Du schaffst das. Ah, falsche Richtung. Oh, Leute.
list stuff will come in handy. Ich habe wieder ganz viel zu lesen. Das brauchen wir, glaube ich, alles, um Dinge herzustellen. Also Köder. Ich nehme das erstmal mit. Liegt da was? Bei der Insel? Sieht so komisch da hinten aus. Vielleicht gehen wir da gleich auch nochmal rum. Oder? Das ist auch nur ein Stein. Kann auch gut sein. Okay, ich guck trotzdem gleich noch einmal. Fischer hinten. Ja, ja. Und ganz viel Stoff. Genau, und dann gehen wir gleich noch zu diesen Hütten. Ja, und dann haben wir uns zumindest am Rätselsee selber auch schon so weit umgeschaut, würde ich sagen. Es ist jetzt die Frage, ob es sich lohnt, nochmal hier bei der Hütte des Pelzjägers zu schauen oder oben der Turm. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Okay, ich glaube, hier ist nichts Interessantes. Hätte ja sein können. Gucken wir nochmal hier. Ein Ast? Nee, den brauche ich gerade nicht. Oh, sehr gut. Siehst du, war doch nicht ganz umsonst. Was ist denn da vorne los? Ich glaube, die muss ich gleich erstmal hinlegen. Ich glaube, mit Köder herstellen wird das erstmal nichts. Wir sind auch, ja, ich werde auf jeden Fall die Bücher hier gleich auch noch, die müssen raus, das geht gar nicht. Die sind einfach viel zu, was ist das denn hier? Viel zu schwer. Ach so, ah, das sind die Federn, okay, alles klar. Hier, trink mal.
Hätten wir gar nicht wirklich gebraucht. Ja, okay, die Nacht bricht langsam an. Ich würde mich, glaube ich, eher hier in einer der Hütten ausruhen. Und ich laufe da jetzt nicht extra zurück. Ja, und dann werde ich den Part auch schon beenden, die Köder herstellen. Das kann man ja immer noch machen. Das läuft ja nicht weg. Alles klar, ich danke fürs Zusehen. Tschüss.